So, boah. Was ist denn da los hier? Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Forellenfolge. Wir sind endlich wieder bei De Kolk. Es ist mega warm draußen, also es fühlt sich fast an wie so 20 Grad. Es ist dafür sehr bewölkt, wir haben keinen Wind und ich habe nicht große Hoffnung gehabt, dass wir was fangen. JJ und ich waren schon ein bisschen aktiv am Angeln, haben schon mit den Biggie Baits ein paar Bisse gehabt, aber die wollten nicht rauskommen. Habe ich mir gedacht, komm, bin immer eine passiv ran. Zwei Pilotkugeln, zwei Bienenmahn. Dann gucken wir kurz hin und die war dran. Einstellen hier mit meinem neuen Band. Meine Kurbeln funktionieren wieder, Freunde. Endlich, ne? Ich mache jetzt erstmal hier den Fisch drin. Oh, ist das schön, Mann. Ja. Da ist eine. Freu mich. Hat auch sehr zaghaft gebissen. Ja, aber die haben ja schon alle gesagt, es ist heute schwer. Also können wir froh sein, wenn was geht. Ist so. Ja, ich bin mega froh, Freunde. Göttlich Fisch! Jetzt kommt endlich der Sommer wieder, Leute. Wir können wieder Aal angeln. Wir waren schon grillen. Wir haben schon Hechte geangelt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, das war das letzte. Ich blende euch das auf jeden Fall nochmal oben links ein, ganz am Ende des Videos. Und ja, hat mega Spaß gemacht. Wir haben gut gefangen, zwei nur kleine Fritten, aber schön gegrillt, unsere neuen Stühle ausprobiert. Das war traumhaft. Bald fahren wir auf Reise, Freunde. Dann gibt es richtig geile Fische zu sehen. Wenn wir was fangen, ne? Ja, das stimmt. Aber wir gehen erstmal los, das ist das Wichtigste. Ist so. Die hat Bock, wa? Die ist gar nicht so schwach, ja. Die Größe ist die echt stark. Ja. Petri, Schnubbi! Juhu! Schöner Salmonid. Oh, die haben geile Punkte unten am Bauch. Mhm. Wahnsinn. Ja. Unser erster Fisch der Session, Freunde. Ich bin mega glücklich und die Sonne kommt auch raus. Geil. Juhu. Trauma, Freunde, ist das nicht geil? Ich liebe es. Jetzt ist eigentlich auch noch ganz angenehm von den Temperaturen. Ich sag's so, wie es ist. Im Sommer, das wisst ihr von mir, mag ich nicht gerne Forellen angeln. Aber man merkt es jetzt auch schon wieder. Kaum sind wir mal zwei Wochen nicht am Forellenangeln, machen anderen Scheiß, da kribbelt das schon wieder, ne? Und ja, auch bei warmen Temperaturen kann man seine Forellen fangen. Eins nicht vergessen, Kühlbox. Wie viel Zeit haben wir zum Fischen heute? 2 Stunden. Was müssen wir eigentlich dafür bezahlen? 20 Euro pro Person. 20 Euro für 2 Stunden, meine lieben Freunde. Also mal gucken, was noch geht. Was? Für zwei Personen 20 Euro, das ist schon wieder was anderes. Das heißt 10er in 2 Stunden. Das ist auf jeden Fall gut. Es ist sehr, sehr schwierig heute. Eine Forelle haben wir schon, ein paar Bisse hatten wir schon. Ich bin echt gespannt, ob hier jetzt noch was geht. Aber wenn nicht, dann machen wir wenigstens kurz draußen. Gibt es eigentlich Tee und Kaffee oder was? Oh, Mausi. Ja, los, ne? Skoll. Skoll, warum Skoll? Ihr werdet es schon herausfinden. Ihr werdet es erfahren. Und du? Und ich? Wie sieht's aus? Ich bin ein bisschen schlecht, ne? Ja, aber nicht wegen uns, wegen den Fischis, ne? Mhm. Die haben irgendwie nicht so Bock, ne? Was machen wir jetzt mit unserem Video? Freunde, es läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt, ne? Wir müssen jetzt eben gucken, dass wir mindestens noch eine Forelle hier ziehen. Und ich könnte euch auch nochmal die Dingsmontage zeigen, die Pilotmontage, habt ihr euch ja gefragt. Oder ein paar Leute haben mich gefragt, ob ich euch die nochmal zeige, wie die bei mir aussieht. Das kann ich natürlich gleich noch machen. Aber ich kann die Angel jetzt nicht rausnehmen, es ist sehr, sehr schwierig gerade, weil dann kann ich keinen Fisch mehr zeigen. Das hat auf jeden Fall Vorrang. Wenn wir noch einen Fisch sehen sollten, zeige ich euch die Montage. Wenn nicht, dann ist das ganze Ding hier gelaufen.
Die Sonne knallt, meine lieben Freunde, es wird echt unerträglich. Also es ist jetzt schon fast wieder sommerliche Hitze. Man sieht nirgends wo Forellen. Wie gesagt, es ist ein 4 Meter tiefer See und die werden sich wahrscheinlich da irgendwo unten im Kraut verstecken. Wir haben jetzt noch ein ganz bisschen Zeit. Die möchte ich gerne nutzen, um noch einen Fisch zu drillen. Deshalb, es gibt hier noch einen anderen Teich. Da kann man Exoten fangen, alles Mögliche, von Karpfen über Stör, über Wels, über Goldfische, über keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir da jetzt noch hin und versuchen noch einen schönen Fisch zu fangen, damit das wenigstens ein bisschen anständiges Video wird. Viel Spaß dabei. Routen wurden nochmal fertig gemacht, nochmal ein paar Köder von Peter gekriegt. Hier Störteich, hier ist ein bisschen Hering oder Matjes besser gesagt. Und ja, schöne starke Rute, die könnt ihr auch hier im Shop euch ausleihen oder besser drinnen nachfragen und dann kriegt ihr schon richtig schönes Gerät, um hier auf die Exoten zu fischen, meine lieben Freunde. Eine Rute ist schon drin, JJs wird noch aufgebaut und dann hoffen wir, dass wir gleich noch einen schönen Drill zu Gesicht bekommen. Ja, bis. Was ist das? Willst du den Arm filmen? Kannst rausnehmen. Auf jeden Fall ein Fisch drauf hier. Ja. Ja, schöne Rute auf jeden Fall. Gefällt mir gut. Muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Wäre das jetzt komplett anders wie mir. Schöner sibirischer Stör. Boah, Wahnsinn. Boah, Wahnsinn. Ah, voll ist ein bisschen raus. Oh, schöner Fisch. Geil, Freunde. Der hat sich jetzt schön Matjes reingezogen. Ihr könnt alternativ eigentlich auch alles Mögliche nehmen. Keine Ahnung, Köderfisch, Rotaugen, Rotfedern. Was gibt's da noch? Alles Mögliche an Fischfetzen ist auf jeden Fall immer gut für Stör. Meine beiden Lieblingsfischfetzen sind einmal Matjes, den wir jetzt fischen, und einmal Lachs. Lachs ist bei mir auf dem ersten Platz. Hat sich richtig verknotet. Was denn gemacht? Der ist in der Nase gehakt. Wie in der Nase? Ich hab ihn. Oh. Wo bist denn du? Ein wunderschönes Tier. Wer die Hand lang noch nicht kann, meine lieben Freunde, hier gibt es auch Matten, hier gibt es Kescher, hier kriegt ihr alles, um den Fisch sicher zu landen. Ein wunderschöner sibirischer Stör, meine Lieben. Mega. Ja, wenn es zu heiß wird, die Forellen können. Bis. Was ist denn das? Jo, Peter, schlag an! Schlag an! Hol ihn! Ah. Oh! Aber so schnell geht das, liebe Freunde. Der eine gerade rausgekommen, da geht die nächste Pose schon wieder los. Und ihr seht, mit Fischfetzen läuft auf jeden Fall am besten. Was auch geht, ist Störteich, Bienenmade, Würmer, alles funktioniert. Aber das müsst ihr dann auf jeden Fall in einer vernünftigen Größe anbieten. Ja, und das war schon alles. Wir machen die Routen wieder fertig. Vielleicht sehen wir noch irgendwie einen coolen Fisch. Es gibt auf jeden Fall jetzt auch Albino-Störe hier drin. Es gibt Karpfen hier drin. Es gibt Wels noch nicht, glaube ich, aber soll noch kommen. Und Goldfisch und so ein Mist. Und ein paar Forellen gibt es ja auch noch. Und es gibt alles, was das Anglerherz begehrt. Doch. Ja. Armin. Wahnsinn. Ja, ich sag ja, manchmal, man schmeißt gerade rein und dann beißt es schon wieder. Wahnsinn. Aber ich schätze mal, es stört. Platschi, Platsch. Starker Bursche. Die Route ist auch crazy. Die Route, Peter. Dieses biegt sich. Die geil, Junge, irgendwie. Die hat genug Rückgrat und vorne ist sie schön weich, ne? Das ist auf jeden Fall cool, Mann. Wenn ihr euch interessiert, ist die Battlespin in 2,40 Meter. Ja, und so. 3500er bis 4000er, 5000er Kurbeln sind auf jeden Fall die bessere Wahl hier. Ihr seht ja, das sind starke Fische.
Wahnsinn. Der hat Bock, ne? Der guck mal, wie klein der ist. Wieder ein schöner sibirischer Stör. Was jetzt kein übrigens auch nebenbei noch reingekommen ist, schöne Diamantstöre, mein Lieben. Bitte Gute Fisch. Maus, das bist, ne? Ja, ich sehe das. Achso, du bist ein Film. Der hat den geklaut, glaube ich. Ja. Den hat er geklaut. Wenn man nicht schnell genug ist, dann spucken die den meistens wieder aus, wenn die eine Kleinigkeit merken. So in diesem Fall auch. Oder gleich Köder geklaut. Nee, er geht jetzt weg. Er geht wieder? Er ist weg. Oh, ein Störsprung. Das ist der erste von uns heute hier. Ja, ist auf Kamera. Klar, ich habe ihn draufgerichtet. Ja, Doppeldrill, Freunde, mega! Sehr schön, das läuft hier wieder, das ist unnormal, Freunde. Kannst du JJ bringen? Ja, an der kann ich nicht. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ich hab ihn. Sehr geil, Maus. Boah. Mausi Petri, wa? Sehr schöner Stör. Jawohl, besten Dank, Peter. Ja? Oh, Wahnsinn. Jedes Mal, du willst gerade filmen und dann nicht so filmen. Kannst du ruhig auch so lassen, ja, wenn du auf deinen achten willst. Ist alles gut? Sieht man alles? Dann. Ja, okay, nehme ich den an. So ist cool. So sieht man alles. Ja, nice, Freunde. Geht hier Biss auf Biss. Ne? Wenn man die richtige Kante gefunden hat, ungefähr 2 Meter raus, absacken lassen. Da stehen die unten drinne. Wie tief ist der See, Peter? 220 tief, und dann gibt es hier auf der rechten Seite ein tiefes Loch. Da stehen die meistens, oder genau auf dieser abfallenden Kante. Da stehen die Fische meistens. Jetzt habe ich mal verloren, dann müssen wir nochmal neu fertig machen. Also hier eine ganz normale Durchlaufpose. Dann stellt ihr euch hier oben den Spann ein. Der liegt ungefähr so bei 2 Meter. Hier auch nochmal ein schönes, dickes Durchlaufblei. Das kann ruhig überbleit sein, ist kein Problem, weil ihr euch die Pose so ausspannt. Was ist das denn da? Hast du meinen Fisch geklaut? Ja gut, das ist auf jeden Fall die Montage. Yeah. Ne, jetzt macht Peter das hier. Jetzt will ich auch mal sehen, ob der auch was kann. Natürlich. Zander, dicken Zander. Ja, die wollen wohl, ne? Ja, jetzt bist du erstmal gleich da am Augen. Och du, ich finde das so ganz lustig. Können wir die Kerle mal zeigen, was sie können, ne? Oh, hier. Yeah. Er marschiert auf jeden Fall. Ja, so kann man dann auch mal ausweichen, wa, Freunde? Wenn die Forellen nicht wollen, dann hier schön mit dem Besitzer Stör angehen. Peter, gib alles! Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hi! Auch Biss hier, was ist denn das? Was war das denn? Quick Release? Hast du gesehen? Ja. Ich glaube, ich habe es auch gefilmt. Hey.
Ja, so läuft das auch mal schon ab hier, ne? Action. Action, meine lieben Freunde. Oh, der ist etwas dicker. Bisschen. Kleiner. Mach jetzt gut, der ist so. Voll Profi-Peter, Junge. Fisch. Fisch. Oh, also Mann. Jawohl, da haben wir den Mopsi. Oh, der ist echt dick, ne? Das ist ein guter Fisch. Oh, den denn genommen? Ah, nicht so schlimm wie gedacht. Juhu. Schön nass machen die Matte. Also jetzt müssen wir ihn aber auch noch eben präsentieren hier, ne? Ein wunderschöner Fisch, meine lieben Freunde. Boah, der ist richtig schön dick, ne? Ja. Geiler Fisch. Die fressen sich hier echt gut satt, würde ich sagen. Bin gespannt, was uns die nächsten Jahre so erwartet. Schade. Was? Ja, Fritz. Alles klar? Moin. Moin. Wilder. Die Burschen haben auf jeden Fall zugelegt, meine lieben Freunde. Mega. Und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Lasst es uns gerne wissen mit dem Daumen nach oben. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Es gibt demnächst wieder was zu gewinnen. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg am Wasser. Wir haben euch lieb. Bis dann. Geil. Genommen. Richtig schicker, wa? Maus! Komm, ein richtig fetter Barsch. Weg ist er! Geil, Freund gefunden. Fängt das an zu beißen. Ja, wunderbar. Maus, ich bin. Ja! Mhm. Und ja, sind zwei, drei dicke Lachse hinterher gekommen. Ja! Nein! Ich hatte einen dicken Zander, Maus! Kleiner Zander, Junge. Fresher Haircut ist auf jeden Fall am Start, das habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Und bei neu, Fresher Haircut ist auf jeden Fall wieder am Start, habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Krass, oder? Schön Sommerstyle. Heute sind wir mal wieder unterwegs bei McDonald's, meine lieben Freunde. Es gibt was Neues in den Menüs. Und zwar McCrispy Spicy Guacamole irgendwie. Und Homestyle. Und JJ nimmt den normalen, ohne scharf, und ich bin mega gespannt. Endlich mal wieder einen neuen Burger, den ich noch nie probiert habe. Ihr seht ihn jetzt gleich. Oh nein. Boah, jetzt habe ich auch Hunger, Alter. Schon ein bisschen mehr, ne? Siehst du was? Ich sehe was. Glatze. Ja. Gut. Mach mal einen professionellen Auge.
Was machst du da schon wieder? Machst du wieder dein McDonalds Gesicht? Weißt du, das hast du schon mal gemacht. Ja, wa? Moin, Apfeltasche. 100 Pro, bei dir auch alles gut? Schön, Digga. Hab ich nicht gesehen, du. Hättest du wieder gesagt, ne? Haben wir gerade gesagt, ne? Wir waren schon lange nicht hier. Göttlich. Wieso macht er nicht? Langsam nicht. Langsam? Gemütlich ist immer besser, Bruder. Kein Stress. Auf jeden Fall. Ja. Oh oh. Hast du Zeit? Ja. Oh, danke! Bester Mann, Bruder! Hier. Habt ihr gesehen, deine Leute? Lieblings-Hamburger. Hamburger Schuhe, vorweg. Die brauche ich nicht. Nee. Dankeschön. Apfel hat jemand, ne? Mein Freund Apfel. Ja, ja, Mann, weißt du schon? Oh, Junge! Bruderherz, Junge! Guck mal, Leute! Hier, sowas kriegen wir mehr bei McDonalds, ey. Lachgummi. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut gelaunt, Mann. Kommt hierher, bestellt noch ein bisschen was. Der Mann ist echt gut drauf, Alter. Ja. Und auch deine Lieblingsburger. Burger! Mit kleinen Hamburger. Hammer, Junge! Kleinen Hamburger. Mit Lachgummi, dann haben wir Riesenspaß. Mhm. Hamburger. Wo ist er hin? Oh, hier. Von Trolli auch noch. Der Original 10 Gramm Burger. Was war jetzt dein neuer Burger? Das ist der neue Burger von McDonalds. Ja, ich kann ihn, ja. Geht das denn auf? Ja. Ah, oh, ist kaputt gegangen. Oh, mit Gewalt geht alles. Ist der nicht gut? Mhm. Der neue Crispy Homestyle Spicy Guacamole. Ja, so wieder. Bruder, vielen Dank! Tschüss! Mm. Gönn ihn dir. So sieht er von innen aus. Oh, jetzt nicht. Und was trinken wir nochmal? Ah ja, Vanille, ne? Vanille Milchshake. So, der Rye. Tabasco. What's up, my boys? Yeah, yeah, yeah. Make some noise. Ja. Ey, du musst auch mal lange warten, ne? Wer, du? Na, wir. Ja, wir müssen so lange warten auf das Essen, ich kann nicht mehr. Ja, wir haben ja zumindest hier, ne, damit du nicht von Abdul. Wo sind die? Von Abdul. Heißt der Abdul? Hat er doch gesagt, er heißt Abdul. Ne. Abdul, Junge, wenn du das Video siehst, Alter, du bist der beste Mitarbeiter hier. Ja. Besten Dank, Alter, für deine Mühen und deine Nettigkeiten, Mann. Ja, der ist echt Hammer, ne? Jetzt gibt's vielleicht den neuen Burger, Spicy Guacamole. Ich hab keine Ahnung, was Guacamole ist, Freunde, Mann. Ich hab keine Ahnung, wie das schmeckt, ne? Du wohl? Weißt du, wie das schmeckt? Ich hab keine Ahnung, was das ist, Mann. Aber spicy, also scharf. Scharf ist immer gut. Neuer Burger müsste auch gut sein. Kennst du Guacamole? Mhm. Ist das so fruchtig? Ja. Scheiße, ich hasse fruchtig. Ja, aber nicht so. Hallo. Hi. Einmal in die Kurve fahren. Machen einmal wir. Kurve, ja. Danke. Ja. Boah, wenn ich jetzt über so ein Big Mac nachdenke, ne, wo ich nochmal extra Ketchup und extra Mayo drauf knall, ne, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Jetzt habe ich richtig Schiss. JJ sagt, Guacamole ist so süß-fruchtig irgendwie. Keine Ahnung. Ich find das. Ey, Digga, ich dreh durch, ne, wenn er nicht schmeckt, Alter. Ich kann heulen jetzt schon, ne? Mann, Alter. Was machst du denn? Glatzen-Support. Groß. Hahaha, essen! Mmh. Hm? Wo wir gerade dabei sind, Freunde. Ihr geht ja wahrscheinlich auch alle immer mal wieder nach McDonald's. Die meisten werden es wahrscheinlich auch, ja, viele von euch werden es wahrscheinlich auch hassen und es nicht tun. Aber ich wette mit euch, dass 80% von euch zu McDonald's gehen. Und wenn, dann schreibt mir gerne unten rein, was euer Lieblingsgericht ist oder was euer Lieblingsburger. Ich probiere euren Lieblingsburger. Schreibt den gerne unten rein. Und der Gewinner kann
kannst du McDonald's gehen. Vergiss es, Alter. Pisst euch. Kann ich auch nicht mehr. Nee. Mario. Hm. Ein paar Blätter für dich, Maus. Mhm. Wir legen die hier hin. Ja, meine auf die jetzt vor. Was ist haben wir denn hier? Ich weiß aber, welcher ist. Das Homestyle, das ist meiner. Das ist deiner. Das ist der grüne. Das ist Homestyle. Die neuen McCrispies sind da. Warum McCrispy? Was ist da wohl drinne? Crispy. Einfach nur Crispy Panade, ne? Boah, das ist der neue Burger. Sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Der Salat auch. Oh, ja. What the fuck? Der sieht richtig gut aus, Alter. Also so kenne ich McDonald's nicht, ne? Aber hier. Boah. Guck dir den an. Also ich beiß da rein, ne? Ich bin richtig zufrieden, glaube ich. Du auch, ne? Ja. Können wir. Lass dich schmecken. Wow. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Noch eine Zauberung. Danke. Okay. Noch eine Zauberung. Also ich bin jetzt auch mega gespannt. Was war meiner? Ja. Er hat ja auch guten Hunger, mein Engel. Schmeckt. Ich sag mal so, der sieht sehr, sehr gut aus. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, wa? Keiner schmeckt? Pommes schmeckt. Guacamole, jetzt gleich das erste Stück. Und ich sehe schon, frische Jalapenos sind auch drin. Ist Chicken Patty. Schmeckt gut. Boah, Freunde, das schmeckt echt gut. Wie gesagt, schreibt gerne nochmal unten rein, was ihr für Burger esst. Die würde ich auf jeden Fall gerne mal probieren. Und JJ bestimmt auch. Wir haben euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Doppel Peace. Ciao.